Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es darum, wie man eine gerade zentrisch streckt. Moment, würde da sagen, das ist doch ziemlich leicht, das haben wir doch schon ein paar Mal gemacht. Ja, tatsächlich werden wir das grafisch auch ganz locker hinkriegen, aber in dem Fall werden wir auch noch lernen, wie man dann die Geradengleichung bestimmt. Gut, was brauchen wir also? Wir haben hier einmal das Streckungszentrum Z, dann haben wir die Geradengleichung y ist gleich 0,5x plus 1 und was wollen wir herausfinden? Wir wollen die Gerade rausfinden, die mit dem Streckungsfaktor k gleich 2,5 entsteht. Da werdet ihr gleich was gemerkt haben. Diese Geradengleichung hier, also die Ursprungsgerade und die Bildgerade, die haben dieselbe Steigung. Ist ja auch klar, denn eine zentrische Streckung hat als Abbildungsvorschrift, dass auf parallele Geraden abgebildet wird. Wenn ich also eine Gerade zentrisch strecke, dann wird sie immer auf einer dazu parallelen Geraden landen. Also wenn ich das jetzt hier zum Beispiel einmal mache, dann wird da eine parallele Gerade rauskommen. Ich muss quasi nur einen Punkt zentrisch strecken und dann den Punkt P' durch diesen eine Parallele zeichnen, so wie das hier in der Zeichnung der Fall ist. Also zeichnerisch gar kein Problem. Ich nehme irgendeinen Punkt, strecke diesen zentrisch und schon habe ich die Parallele dazu, die Gerade G'. Ja, wie das Ganze jetzt berechnet wird, das werde ich euch in diesem Video zeigen. Also, wir brauchen wieder die sogenannte Pfeilkette oder Vektorkette. Ich habe euch ja schon mal gesagt im letzten Video, ich gehe von 0 nach P', um eben die Koordinaten von PP' zu bekommen. Erstmal wollen wir nur die Koordinaten von P'. Wie wir dann auf die Geradengleichung dadurch kommen, das sage ich euch dann später. Um auf die Vektor 0P' zu kommen, muss ich erst von 0 nach Z und von Z nach ZP'. Erstmal liegen sie natürlich alle auf einer Bildgeraden. Diese Info kann ich mir zunutze machen. Das wäre jetzt quasi diese Vektorkette oder Pfeilkette, die wir gerade besprochen haben. Von 0 nach P' ist das gleiche wie von 0 nach Z plus von Z nach P'. Wir wissen auch ZP' und P'. Jetzt hätten wir hier quasi zweimal eine Unbekannte. Also ersetzen wir diesen Vektor wieder durch K mal ZP. Das ist ja gerade die Abbildungsvorschrift. Der Vektor ZP' ist das K-fache meines Urvektors ZP. So, und jetzt setze ich ein. Ich brauche dazu ja aber Koordinaten. Bisher habe ich ja eigentlich nur Z. Was ich aber noch brauche, sind ja die Koordinaten von P. Wenn ich aber weiß, dass die Gerade auf 0,5x plus 1 liegt, kann ich mir doch dann die abhängigen Koordinaten von P benennen. Das kennen wir schon von funktionaler Abhängigkeit. X ist der abhängige Punkt, x-Wert, und 0,5x plus 1 ist der dazu gehörige y-Wert meines abhängigen Punktes. Also gerade die Geradengleichung, das wissen wir von der funktionalen Abhängigkeit. So, und jetzt füllen wir alles, was wir können, in dieser Gleichung einmal aus. 0p' ist x'y'. Ja, wir könnten ja noch minus 0 oben und minus 0 unten ergänzen, brauchen wir aber nicht. Und genau deswegen haben wir ja auch diesen Ursprungsvektor genommen. OZ ergibt gerade 2 minus 0 und 1 minus 0, also gerade die Koordinaten meines Punktes Z. Und dann muss ich den Vektor, den Streckungsfaktor 2,5 mal den Vektor ZP nehmen. Und das ist das Einzige, wo wir wieder rechnen müssen. Einmal x minus 2 und folgt meiner Maus 0,5x plus 1 minus 1. Also gerade die x-Koordinaten voneinander abzogen und die y-Koordinaten voneinander abgezogen. Aufpassen! ZP heißt Spitze minus Fuß, zuerst die P-Koordinaten, dann die Z-Koordinaten und ein Minus dazwischen. Jetzt mache ich wieder zwei Gleichungen auf, also die obere Reihe. X' ist gleich 2 plus 2,5 mal Klammer auf x minus 2. Dadurch, dass hier ein Term steht, muss ich das jetzt hier in Klammern setzen. Das gleiche mache ich für y. Y' ist gleich 1 plus 2,5 mal 0,5x. Also hier fällt hinten Gott sei Dank dieses 1 minus 1 raus. Das ist nicht immer der Fall, aber in dem Fall jetzt halt. Deswegen habe ich 2,5 mal 0,5x gleichgeschrieben als 1,25x. So, jetzt haben wir ja eigentlich die x'-Koordinate und die y'-Koordinate. Was wir aber wollten, ist eigentlich die g', also die Geradengleichung. Und das machen wir durch das sogenannte Parameterverfahren. Wir schauen, dass wir diese Parameter, dieses x hier rausbekommen, dass am Schluss nur noch dran steht, y' ist gleich und auf der anderen Seite was mit x' ist gleich. Also verstanden, dieses x gehört ja eigentlich noch zu meiner normalen Geradengleichung. Ich will aber eine Geradengleichung, wo bloß noch x' und y' vorkommen. Das kriegen wir hin, indem wir es eliminieren. Das heißt, wir klammern jetzt hier erstmal aus. Also wir machen 2,5x minus 5. Wir fassen die Klammer hier zusammen und dann schauen wir, dass wir das Ganze nach x auflösen. Das habe ich jetzt mal hier im Schnellschritt gemacht. Ich habe quasi 2 minus 5 gerechnet, dann bleibt minus 3 auf der Seite stehen, das bringe ich rüber, dann steht da x' plus 3.
Dann ist auf der rechten Seite noch 2,5x übrig. Das bringe ich die 2,5 auch noch rüber, indem ich es teile und dann entsteht dieser Bruch. Warum habe ich das gemacht? Jetzt habe ich hier nach x aufgelöst und kann dieses x hier da einsetzen. Und damit habe ich dann eine Gleichung, wo bloß noch ein y' drin ist und ein x' drin ist. Also konkret 1 plus 1,25 mal und dann eben diesen Bruch von hier vorne. Das Einzige, was jetzt hier noch schwierig ist, wie man denn so einen Bruch mit einem K-Faktor davor auflöst. Theoretisch muss man jetzt 1,25 mal x' durch 2,5 rechnen plus 1,25 mal 3 durch 2,5. Oder man könnte es auch anders machen. Zuerst 1,25 durch 2,5, also quasi diesen Zähler mit dem hier zuerst kürzen und das sich hier in Klammern denken. Also den Faktor mal das und mal das. Also nochmal zusammengefasst. Erst muss ich quasi, wenn hier ein Plus ist, 1,25 mal x' durch 2,5 und dann das gleiche auch noch mit der 3 machen. 1,25 durch 2,5 gibt 0,5, also 0,5x' und 1,25 durch 2,5 mal 3 gibt gerade 1,5 mit dieser 1, die noch von vorne dran steht, gerade meine 2,5. Der letzte Schritt ist etwas schwierig, da müssen wir eben schauen, dass wir das mit der Bruchrechnung richtig anwenden. Da bitte sonst nochmal Pause und Play drücken, falls man es nicht verstanden hat und nochmal zurückhupfen. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass wir mit Hilfe einer zentrischen Streckung nicht nur Geraden zeichnen können, sondern auch die Geradengleichungen berechnen können, nämlich die der Bildgeraden. Wir brauchen nur die Urgerade und wir müssen uns eine Pfeilkette überlegen, mit der wir eben dann zum Ergebnis kommen. Ganz wichtig, am besten da immer eine Pfeilkette nehmen, wo der Ursprung mit dabei ist. Also von 0 nach P' oder O-Origin nennt man das auch. Das war's, bis zur nächsten Stunde. Tschüss!